Kapitel 14. Von unserem verdeckten Ermittlungsteam und dessen Informanten haben wir erfahren, dass jemand Waffen und Sprengstoff auf dem Schwarzmarkt anbietet. Ganz erstaunlich, wie schnell dieser Abschaum zur Stelle ist, um Lücken zu besetzen. Zeit für uns einzuschreiten. Und nur eine einzige Warnung, bevor er losschießt, okay? Mal sehen, was wir insgesamt ein für alle Mal aufräumen können. Besprechung der Abteilung für organisiertes Verbrechen, CSK HQ, 383 Tage nach Geonosis. Logistikzentrum Große Armee der Republik, Coruscant, Kommando Hauptquartier, 10.0, 383 Tage nach Geonosis. Ordo ging dieses Mal unbehelligt durch die Eingangstore des Zentrums. Guten Morgen, Sir, war alles, was der Wachtroide sagte. Ordo steckte seine Nadelsonde wieder in die Buchse des Droiden und lud dessen jüngste Datei mit anerkanntem Personal herunter. Bevor er die Zentrale des Logistikflügels erreichte, ging er noch in die Nasszelle für Männer und ließ die heruntergeladenen Bilder des gesamten organischen Mitarbeiterstabs auf dem Hart seines Helms Revue passieren, um sich jedes Gesicht einzuprägen. Ungefähr 5% waren seit seinem letzten Besuch ausgewechselt worden. Zivile Mitarbeiter stiegen auf. Leiterin Wellen war, wie er bemerkte, noch da. Danach kopierte er alle Daten von seinem Helm auf seinen Datenblock und löschte den Speicher des HATs. Seine Rüstung war jetzt völlig sauber und es gab keinerlei Hinweis mehr darauf, wer oder was er war, bis auf einen vertraulichen ARC-Trooper-ID-Zähler. Seine einzige Verbindung zu den Spezialeinheiten bestand aus dem winzigen Knopfkommling in seinem Ohr. Sein letzter Schritt bestand darin, eine Weitwinkel-Stripcam hinter das Gitter des Lüftungsschachts zu schieben, der zwischen den Nasszellen der Frauen und Männer verlief. Dann setzte er seinen Helm wieder auf und ging in die Zentrale. Von Bethany Vennen war nichts zu sehen. Der Leiter der dritten Schicht, ein Nimbanel, tat Dienst. Morgen, Sir, grüßte Kor. Heute nur Beobachtung, Trooper, sagte Ordo. Er trat ein wenig zurück, als würde er sich die Reihen der Verkehrsholokarten ansehen, die an der kreisrunden Wand der Zentrale hingen und diese wie eine erleuchtete Trommelwirke ließen. In Wirklichkeit aber hatte er seinen Blick auf Kor gerichtet, der seiner Arbeit nachging und sich gelegentlich im Raum hin und her bewegte. Ordo erteilte sich einen Intensivkurs in Trooper-Bewegungen, damit er ihn imitieren konnte. Er kannte bereits Tonfall und Rhythmus seiner Stimme mit jenem schwachen, im Schnellprogramm erlernten Akzent. Die Zivilisten schienen zu denken, er würde in die Richtung schauen, in die sein Helm zeigte. Der grundlegende Aufbau der Trooper-Helme war jedem zugänglich, der in der Logistik arbeitete, aber niemand schien über das Sichtfeld Bescheid zu wissen. Wen interessierte es schon, was ein Trooper sehen konnte und was nicht? Sie lassen so viele Informationen unbeachtet, diese Zivilisten. Kor, Sie müssen mir mal was zeigen, sagte Ordo. Die Zivilisten schienen auch Unterhaltungen zwischen Klonen nicht zu beachten. Kommen Sie mit. Kor nahm seinen Helm, aktivierte mit dem Zähler in seinem Handschuh das kodierte Sicherheitsschloss an seinem Arbeitsplatz. Guter Mann, befolgt die Vorschriften und folgte Ordo aus dem Raum. Sie gingen den Korridor hinunter und Ordo bedeutete ihm, in den Waschraum zu gehen, wo er ihn bis ans hintere Ende zu den Spinden führte. Sie müssen meine Befehle jetzt ganz genau befolgen, sagte Ordo. Kor setzte seine argwöhnliche Miene auf. Jawohl, Sir. Rüstung runter. Wir tauschen unsere Anzüge. Sir? Legen Sie Ihre Rüstung ab. Ich brauche sie. Ohne Widerrede begann Kor, die Halterungen der Panzerplatten zu lösen und stapelte die einzelnen Teile auf den Boden. Ordo tat das Gleiche. Dann standen sie beide nur noch in den schwarzen Druckanzügen da, ohne sichtbaren Rang, und Ordo wurde an den Preis erinnert, den Kor bezahlt hatte. Er blickte auf die künstlichen Arme des Troopers. War es sehr schmerzhaft, fragte Ordo, der niemals derart schwer verwundet worden war. Nun, ich kann mich an nichts mehr erinnern, Sir, aber es tat weh, als ich im Bagdad-Tank zu mir gekommen bin. Er schob seine Ärmel hoch. Er hatte beide Arme knapp oberhalb der Ellbogen verloren. Ich komme ganz gut zurecht. Ordo wusste nicht, was er sagen sollte. Sie sollten als Invalide ausgemustert werden. Sie sollten nicht wieder an die Front müssen. Aber was ist mit meinen Brüdern? Was bin ich ohne sie? Darauf hatte er keine Antwort. Er schnallte Kors Platten auf seinen eigenen Anzug. Sie saßen etwas eng. Er hatte schon immer gewusst, dass der experimentelle Gentyp, der die kaminoanische Qualitätskontrolle so schwer enttäuscht hatte, bei den Nulls zu einem etwas stämmigeren Körperbau geführt hatte, als es bei den Schüben der Klontrooper und Kommandos der Fall war. Seine Rüstung wurde bei Kor etwas locker sitzen. Wenigstens können Sie jetzt Captain spielen. Genießen Sie es.
Cor legte die Platten an und hatte Schwierigkeiten, den Kramer ordentlich anzubringen. Ordo rückte ihn zurecht und legte ihm die Extrakappen auf die Schultern. Dann reichte er ihm seinen Helm. »Wow, fühlt sich ganz anders an«, staunte Cor und sahen sich hinunter. Die Arctrooper-Rüstung war für ein breiteres Spektrum konstruiert worden. »Sie ist schwerer, als ich dachte.« »Nehmen Sie die Schultern etwas zurück und lassen Sie den Kramer und den Halfter so hängen.« Ordo stülpte Cor den Helm über den Kopf und war plötzlich überrascht, sich selbst zu sehen. So sah er also für den Rest der Welt aus. »Nehmen Sie diesen Datenblock und gehen Sie zum Haupttor hinaus. Dort werden Sie von einem Taxi abgeholt, das von einem Wookie gesteuert wird. Bleiben Sie nirgends stehen und reden Sie mit niemandem. Gehen Sie einfach hinaus, als wären Sie ich. Dann werden Sie an einen Ort gebracht, an dem Sie unter Brüdern sind.« »Sehr wohl, Sir. Wie lange?« Ordo probierte Cors Helmkommling. Es fühlte sich fremd an. Es roch nach einem Fremden. Anderes Essen, andere Seife. »Naja, ich weiß nicht. Genießen Sie einfach die Pause und dann sehen wir uns später wieder. Wie reden Sie die Zivilisten an?« »Ich spreche Sie mit Ihren Nachnamen an. Bis auf die Vorgesetzten. Die nenne ich Ma'am oder Sir.« »Sogar Wennen.« Cor macht eine Pause. »Wenn wir uns nicht hier im Zentrum aufhalten, benutzen wir unsere Vornamen.« Ordo klemmte sich Cors Helm unter den Arm. »Gut, also dann los.« Sie verließen den Waschraum mit ein paar Sekunden Abstand und Ordo sah Cor am Ende des Korridors verschwinden. Das Gewicht des Kramers und der Plaster verliehen ihm einen authentisch stolzen Schritt. Ordo fand es beinahe rührend und er machte sich auf den Weg zurück zur Zentrale, um sich daran zu gewöhnen, nur eine einfache Fleischbüchse zu sein. Ein Klontrooper, den niemand, außer natürlich dem Feind, fürchtete oder mied. Ihm blieb noch mindestens eine Schicht, um sich einzuleben, bevor das größte Risiko für seine Tarnung auftauchte. Bessany Wennen schien diejenige zu sein, die sich am meisten für Cor interessierte. Er würde vorsichtig sein müssen, um unter ihrer Musterung zu bestehen. Aber es blieben ihm immer noch ein paar Stunden, um zu üben. Er entriegelte den Arbeitsplatz und wurde zum willfährigen, pflichtbewussten CT-5108-8843, unsichtbar für den Rest der Welt. Die Aufgabe zu kontrollieren, ob Nachschub die richtigen Bataillone erreicht hatte oder ob Zeitpläne von Auftragnehmern auch eingehalten wurden, war einfach und er unterhielt sich damit, sich Wege auszudenken, wie das System effizienter gestaltet werden könnte. Den Drang, das System an Ort und Stelle einer Verbesserung zu unterziehen, unterdrückte er. Und er besah sich die Leute um ihn herum. »Ich bin spät dran. Entschuldigung«, sagte eine weibliche Stimme hinter ihm. Eine ausgeglichene, weiche Stimme mit einem warmen Unterton, der sich anhörte, als würde sie permanent lächeln und dessen höhere Frequenzen ein verkürztes Stimmorgan verriet. »Dafür arbeite ich morgen eine Extrastunde für dich. Danke, dass du die Stellung gehalten hast.« Ordo blieb keine Zeit, sein gewöhnlicher Trooper-Theater zu perfektionieren. Er blickte über die Schulter, wie er vermutete, dass Cor es täte, und bedachte Bessany mit einem leichten Nicken, das sich anfühlte, als fiele es ihm ein bisschen zu leicht. Sie lächelte zurück. Ordo nahm an, dass auch sie eine vollendete Schauspielerin war. Dennoch genoss irgendetwas in ihm dieses Lächeln außerordentlich. »Nennen Sie uns eine Zeit, um die Ware zu besprechen«, forderte die Stimme des Fremden über das Comlink. »Da nennen wir Ihnen einen Ort.« Für Skirata klang das gar nicht gut. Und offensichtlich auch nicht für V. Er lauschte ebenfalls dem Comlink und schüttelte den Kopf. In einer Hand hielt er einen Scanner, während er mit dem Zeigefinger der anderen ein zufälliges Muster in die Luft tippte. »Kann den Sendepunkt nicht zurückverfolgen. Mehrfach geschaltet. Genau wie bei uns.« Ordo nahm seinen Panzerhandschuh vom Tisch, aktivierte seine Holokarte und hielt sie so, dass Kirata sie sehen konnte. Das gesamte Team wartete auf diese Unterhaltung, einschließlich des Klonschubers Cor, dessen Leben an diesem Tag eine plötzliche Wendung ins Sonderbare genommen hatte. »Ich fürchte, ich werde eine etwas handfestere Versicherung brauchen als das«, sagte Kirata. »Ich vermittle nur«, sagte die Stimme. Coruscant die Akzent, kein Anhaltspunkt. »Was für eine Versicherung hätten Sie gern?« »Ein öffentlicher Ort. Wenn uns beiden gefällt, was wir sehen, und wir uns vertrauen, dann treffen wir uns an einem verschwiegeneren Ort, um alles Weitere auszubügeln.« »Und bringen Sie ein Muster mit?« »Automatische Gewehre? In der Öffentlichkeit?« Das war die Testfrage, diejenige, welche die Gangster von den Separatisten unterscheiden würde.
Mit Waffen könnten Kriminelle sofort etwas anfangen, mit rohem Sprengstoff hingegen nicht, es sei denn, man wollte ihn weiterverkaufen. Versuch keine Takis, Decode. Mein Vater hat keinen Idioten in die Welt gesetzt. Meine Klienten behaupten, sie könnten Sprengstoff militärischer Güteklasse besorgen. Ja, das kann ich. Wollen Sie eine Probe davon? Stille. V lauschte, den Kopf zur Seite gelegt. Wollen wir. Was haben Sie anzubieten? Nun ja, militärisches Spitzenthermalplastoid der 500er Klasse. Pause. Ich denke, das passt. In dem stillen Raum erwuchs ein Wald begeistert hochgehaltener Daumen. Aus irgendeinem Grund musste Skirata in das besorgte Gesicht von Klon Tupacor schauen, der auf der Kante eines Stuhls hockte, einen von Dars handgemachten Dets auseinandergenommen, in seiner prothetischen Hand. Morgen, Punkt Mittag, sagte Skirata. Er zwinkerte Yusik zu. Und ich werde meinen Neffen dabei haben, nur für den Fall. Auf der Südseite der Bank am Core Plaza. Sie werden mich leicht erkennen. Ich habe ein Strill dabei. Vs Gesicht erstarrte zu einem Studienbeispiel des Entsetzens. Aber er sagte, professioneller Soldat wie er war, kein Wort. Was ist ein Strill? Fragte die körperlose Stimme. Ein ekelerregend hässliches, stinkendes mandalorianisches Jagdtier. Man kann es unmöglich mit einer anderen Spezies verwechseln. Nicht einmal in diesem Tiergarten von einer Stadt. Dann also morgen Mittag. Die Verbindung brach ab. Niemand außer den Zeps würde 500er Thermal wollen, stellte V fest. Zu exotisch für den Durchschnittskriminellen. Sie haben ganz schön schnell nach dem Köder geschnappt. Sollte uns das Sorgen bereiten? Sie haben ihre üblichen Lieferanten verloren. Und das hier ist sehr viel besseres Material. Skirata sah zu, wie sich die Deltas über die Holokarte beugten und damit begannen, Scharfschützenpositionen, um den Platz im Bankenviertel zu planen. Hey, solange sie nicht anfangen zu schießen, geht es hier um reine Überwachung. Okay, Jungs, sie an Ort und Stelle umzulegen, wird uns nicht helfen, ihre Nester aufzuspüren. Schon gar nicht am helllichten Tag. Verstanden, Sarge. Seth rang sich zu einem Lächeln durch. Solange wir später noch tödliche Munition einsetzen können. Wir mögen Tod. Tod ist genau unser Ding. Ich habe dem nicht angereicherten Thermal etwas Staub zugefügt, sagte Yusik. Ich könnte auch Verpinenprojektile daraus machen. Dann wäre es euch möglich, jeden, den ihr seht, zu markieren und zu verfolgen. Yusik war wirklich ein überaus schlauer Bursche und Skirata schätzte Intelligenz sehr, ebenso sehr wie Loyalität und Mut. Ich dachte nur, wir sollten sicher gehen, dass wir nicht wieder einen Verdächtigen auf die harte Tour verfolgen müssen. Ob man mir wohl mein Fehlurteil von neulich vergeben kann? Badika, wenn du dir jemals einen Vater wünschen solltest, in mir findest du einen, sagte Skirata. Es war das größte Kompliment, das er ihm machen konnte. Er wäre geeignet, sein Sohn zu sein. Yusik mochte die mandalorianische Kultur noch nicht vollends erfasst haben, aber er verstand den Gedanken, zumindest wenn man aus seinem verlegenen Blick zu Boden und seinen breiten Grinsen urteilte. Boss warf Skirata einen vorsichtigen Blick zu. Heißt das, wir könnten ihre Wörbgewehre einsetzen? Ihr und euer Fable für ausgefallene Ausrüstung, schüttelte Skirata den Kopf. Die sind einfach spitze, Sarge. Kandosi. Aber wenn er sie verbiegt, verbiege ich euch. Die haben mich ein Vermögen gekostet und es stand extra nicht werfen drauf. Wie willst du das richtige Kaliber für die Markierungskügelchen hinbekommen, Badan? Fragte Seth. Multikalibermagazine und Laufweite, erklärte Skirata. Du könntest diese Wörb sogar mit Steinen laden, wenn es sein müsste. Deshalb musste ich ja so viel dafür hinlegen. Deshalb und wegen der kompletten Palette aus Filtern, Geschwindigkeitsreglern, Antireflektionsvorrichtung und. Boah, Kandosi, strahlte Seth und seufzte beinahe. Oh, schade, dass sie nicht noch etwas extra hingeblättert haben, damit sie ein bisschen robuster sind. Vorwitziger Decode. In Ordnung. Ich denke, ihr seid gut genug, um sie zu benutzen. Werft mal einen Blick darauf.
Skirata ging zum Schrank und zog eines der kostbaren Gewehre heraus, zerlegte in 3 dezente Einzelteile, 30 cm Läufe, mattgrün, lautlos, absolut zielgenau und Jinx' Waffe der Wahl für extrem destruktive Wanderungen, wie er es ausdrückte. Eine ballistische Schönheit, das Werkzeug eines Attentäters, eines Künstlers. Er hatte Jinx seit Monaten nicht gesehen. Er vermisste ihn. Er vermisste alle Nulls schrecklich, wenn sie auf langen, weit entfernten Missionen unterwegs waren. Boss und Seth streichelten selig die Läufe. Sogar Fixer sah glücklich aus. Die Delta-Jungs waren zu dieser Zeit nicht für Leckereien oder Kopftätigkeiten zu haben, aber sie liebten neues Spielzeug und Lob. Skirata war sich dessen sehr wohl bewusst. »Ich brauche akkurate Schussweiten aus eurer Aufklärung«, sagte Jussik. »Ich muss den Staub in einem Medium verpacken, das zusammenbleibt, bis es auf Zehe trifft. Sonst verstreut sich das Zeug zu schnell. Optimal wäre es, wenn es ihnen direkt vor dem Gesicht zerplatzt, sodass sie es einatmen. Sonst sitzt es nur auf ihrer Kleidung und wenn sie ihre Jacken wegwerfen, verlieren wir sie.« »Spaßig«, sagte Seth und meinte es offenbar auch so. V stand auf und wanderte hinaus zur Landeplattform, zweifellos, um Lord Mudalan noch einmal ordentlich zu bemuttern, bevor das sabbernde Vieh zum ersten Mal in seinem Leben einen echten Job übernahm. Als er außer Hörweite war, wandte sich Boss an Skirata. »Sergeant V liebt dieses Tier. Lassen Sie ihm nichts zustoßen. Bitte.« »Ich passe darauf auf. Es weiß, dass ich ein Messer bei mir trage.« Kor, der Gegenstand vielen Aufhebens und Aufmerksamkeit war, seit man ihn zu Kibbuz gebracht hatte, sah aufmerksam zu. Skirata fuhr sich mit der Hand durchs Haar und Kor zog leicht zurück. »Tut mir leid, das alles, Sohn. Ordentlich am Lernen.« »Ja, Sergeant.« »Willst du dich nützlich machen? Ich meine nützlicher, als du sowieso schon bist.« Ja, gerne.« Armer kleiner Dekut. Skirata kämpfte mit dem Wunsch, einen weiteren kaputten Jungen unter seine Fittiche zu nehmen und verlor umgehend. Er war dieses Waisenkind gewesen und ein Soldat hatte ihn gerettet. »Da, gib ihm einen Intensivkurs im Benutzen eines DC-17. Wärst du so nett?« Boss und Seth schoben die dezenten Panzerplatten unter ihre Tuniken und überprüften ihre Handblaster. »Wir gehen mal los und machen eine Standortaufklärung«, sagte Boss. »Sind in 2 Stunden zurück und dann würde ich vorschlagen, dass wir so schnell wie möglich auf Position gehen, damit wir vor den bösen Jungs da sind.« »Was bringt euch zu der Annahme, dass sie nicht gerade jetzt das Gleiche tun?«, fragte Ethein. »Naja, weil es so aussieht, als wäre es ein ziemlich schlechter Ort, um sich dort für längere Zeit einzunisten. Und wir sind Profis. Die nicht«, erklärte Boss. »Deswegen werden sie wahrscheinlich knapper zum vereinbarten Zeitpunkt gehen.« Skirata achtete darauf, die ganze Gruppe im Auge zu behalten, damit er auch die Reaktion der beiden Jedi nicht versäumte. Beide waren überaus fähige Krieger, aber Attentate, jemanden zu töten, der nicht im Begriff war, einen selbst zu töten, unterschied sich psychologisch sehr vom Einsatz eines Lichtschwertes oder Blasters im Kampf. Die lautlose Spannung, die den Raum ergriffen hatte, war beinahe greifbar. »Gentlemen, Ma'am, das hier ist eine Todesschussoperation«, verkündete Skirata. »Keine Festnahme. Am Ende dieses Einsatzes wollen wir um jeden Preis so viele Hutune wie möglich identifiziert, lokalisiert und tot sehen. Sonst nichts. Wir schneiden eine große Scheibe des Netzwerks an einem Stück heraus. Hat jeder verstanden, was wir hier tun?« »Jawohl, Sarge.« Ihre Stimmen klangen wie eine. Ethans und Badans waren ein Teil von ihr. Das war gut so. Jeder, der jetzt zögerte, hätte das Team umbringen können, wenn nicht noch Schlimmeres. »In Ordnung. Aufklärungsteam, ausrücken«, befahl Skirata. »Und wagt es ja nicht, meine Verbs fallen zu lassen.«